Liebe Studierende, und damit darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum ersten Teil in dieser kleinen Videoserie. Wir wollen uns heute mit dem Deckblatt beschäftigen. Das Deckblatt ist gewissermaßen die Visitenkarte Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und wie sagt man so schön mit dem ersten Eindruck, man hat nur eine Chance dazu. Insofern sollten Sie sich bei der Gestaltung Ihres Deckblattes, bei allen Regularien und gegebenenfalls Vorlagen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, durchaus Zeit nehmen, das entsprechend auch professionell zu gestalten. Wie versprochen, habe ich Ihnen dazu ein paar Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen gerne an dieser Stelle einmal einblende. Sie sehen hier zunächst einmal, dass ich das an der einen oder anderen Stelle geschwärzt habe. Der große schwarze Kasten, der bezieht sich auf die Note. Die habe ich natürlich unkenntlich gemacht und auch alle anderen Dinge, die möglicherweise dazu führen könnten, dass da eine gewisse Identifizierung stattfindet. Selbstverständlich auch Namen, Matrikel und was es sonst noch an persönlichen Eigenschaften gibt. Was sehen Sie hier zunächst einmal? Sie sehen an diesem blauen Hintergrund die gelben Striche, das sind die Markierungen von mir, die habe ich eingeführt für diese Paper-Serie. Alle anderen Kommentare, diese handschriftlichen Notizen von mir sind wirklich Original-Korrekturanmerkungen, damit Sie auch sehen, dass das wirklich gerechtfertigt ist. Und Sie sehen hier zunächst einmal im ersten Beispiel handelt es sich um eine Standard Microsoft Word-Vorlage. Die hat man in dieser Form schon häufiger gesehen. Da lässt sich über das Blaue durchaus streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, sich das entsprechend anzuschauen. Wenn wir da weiter runtergehen, sehen Sie, es handelt sich um eine Seminararbeit, eine bestimmte Vorlesung oder Übung, die da dahinter steht, mit einem entsprechenden Titel. Dann hier in dem Fall in Co-Autorenschaft geschrieben und dann sehen Sie schon meine erste Anmerkung. Ich habe damals von den Studierenden verlangt, dort die Zeichenanzahl mit anzugeben. Da ging es also um die Frage der Länge des Textes und da war die explizite Aufforderung, das mit Leerzeichen zu zählen. Dann wird das hier ohne Leerzeichen angegeben. Das führt zumindest dazu, dass man sich da einen entsprechenden Kommentar gefallen lassen muss. Sie sollten also all die geforderten, teilweise auch speziellen Angaben, die da von Ihnen verlangt werden, mit berücksichtigen. Es gibt Bachelorarbeiten, die werden ohne Matrikel abgegeben. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern eigentlich sogar ein Formalfehler. Hier sehen Sie im unteren Bereich noch was durchaus Interessantes, nämlich da wurden einfach mal Unterschriften drauf gemacht. Es gibt also nicht nur ein zu wenig an Informationen, sondern offensichtlich auch ein zu viel, so eine Unterschrift auf dem Deckblatt, äußerst ungewöhnlich. Wenn wir uns das zweite Beispiel anschauen, da sehen Sie auch zunächst hier einmal die Note geschwärzt. Diese Schwärzung hier, die stammt nicht von mir, das ist nämlich das Format, was da ausgewählt wurde. Und Sie sehen es hier an der Formulierung oder an der Formatierung von dieser Überschrift in diesen schreienden Großbuchstaben. Da verlässt man ganz offensichtlich schon den Bereich der Objektivität. Und dann ist es besonders interessant, wenn man schon im Titel einen Rechtschreibfehler drin hat, in dem Fall hier nämlich das falsch apostrophierte Plural S bei den iPads. Das ist etwas, das kann man wirklich gut vermeiden. Bei der Gelegenheit muss ich darauf hinweisen, dass ich in meiner Einführungsveranstaltung explizit auf das Apostroph hinweise, weil das ein gern gemachter Fehler ist und es dann direkt auf dem Deckblatt so entsprechend zu präsentieren, ist schon interessant. Sie sehen hier weiterhin dieses F, das steht also für Formalfehler oder Formatierungssachen, denn hier diese Großbuchstaben, das erinnert schon sehr an das Schreien. Interessanterweise hier auch fehlende Informationen. Neben der Zeichenanzahl gab es dort verschiedene Varianten. Das muss man jetzt zum Hintergrund wissen. Das fehlt also einfach von der Angabe her. Ort, Komma, Datum, dort jetzt den zu schreiben, das ist auch schon seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr der Fall, dass man damit so umgeht. Also da kann man sich einfach ein Stück weit mehr Mühe geben. Ich habe Ihnen noch ein drittes Beispiel mitgegeben. Das ist jetzt eine sehr ausgefallene Formatierung. Die erinnert jetzt eher an einen Geschäftsbericht beispielsweise. Da kann man jetzt also schon die Frage stellen, ob da hier auch die Objektivität entsprechend gewahrt wird. Und ob man da von der Formatierung her nicht vielleicht etwas zurückhaltender sein sollte. Nächster Themenkomplex, neben dem Formatstil und der Vorlagenwahl, würde ich mich gerne mit Ihnen über die Integration des Hochschullogos austauschen. In meinem Fall natürlich mit der HTW Dresden und da sehen Sie hier schon, auch
hervorgehoben. Das Logo, das springt einem förmlich ins Gesicht. Es dominiert also diese gesamte Seite. Zusätzlich hier noch die Fakultät entsprechend mit angegeben. Das ist sicherlich nicht ganz eine verkehrte Wahl. Wenn man aber schon ein Logo verwendet und dann auch noch an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften ist, dann sollte man mal was von Corporate Identity oder Corporate Design gehört haben. Dann kann man sich entsprechend schlau machen und da vielleicht eine andere Wahl treffen. Ansonsten sehen Sie auch hier wieder, dass es schon interessante Phänomene gibt, wenn man also die eigene Hochschule dann auch noch falsch schreibt, dann führt das schon zu einem gewissen Schmunzeln bei dem Prüfer. Das muss man einfach an der Stelle mal zubilligen. Hier fehlt dann noch die Matrikelnummer, die Zeichenanzahl war in dem Fall bereit erreicht und ne, also alles im grünen Bereich, aber den Namen hätte man ruhig auch mit draufnehmen können. Es geht also offensichtlich auch dezenter. Hier sehen Sie ein nächstes Beispiel, auch mit einem riesigen, zentrierten Logo. Und hier muss man jetzt dazu sagen, dass man jetzt eben schauen muss, dass dieses Logo, ich gehe noch mal kurz hoch, sich offensichtlich unterscheidet von diesem Logo. Sie sehen das an den Umbrüchen und der Formatierung von Dresden beispielsweise. Wenn Sie also schon das Logo verwenden, dann sollte es auch im Idealfall auch das aktuelle Logo sein und nicht eine veraltete Version. Ja, und ansonsten haben Sie hier dann wieder die entsprechende Doppelung. Hier sehen Sie schon eine andere Wahl der Formatierung. Typischerweise sind Sie da relativ frei. Manche Institutionen geben Ihnen eine Vorlage vor, dann sollten Sie das halt auch entsprechend berücksichtigen. Zu guter Letzt sehen Sie hier ein Beispiel, wo Sie das Logo etwas dezenter integriert finden. Allerdings auch da in einer ungewöhnlichen Form. Das wissen jetzt nur die HTW Insider. Also das eben Gesagte zum aktuellen Logo steht natürlich auch hier. Ja, und dann sehen Sie, dass es hier im Endeffekt dann zusätzliche Informationen gibt. Und da fällt einfach auf, eingereicht von, dann steht hier der entsprechende Name, geboren am, in. Das sind durchaus sehr untypische Angaben auf einer Belegarbeit. Insofern dort einfach sich die Frage stellen, habe ich zu wenig Informationen oder wie in dem Fall habe ich zu viele Informationen hier noch mit integriert. Und damit können wir direkt übergehen von der Informationslage zu vielen Angaben, denn neben der Variante, dass das Geburtsdatum mit angegeben wird, gibt es auch andere Varianten hier neben der inhaltlichen Dimension, dass Traumaverarbeitung kein geeigneter Titel für eine wissenschaftliche Arbeit ist und dadurch ja eher irgendwie Abstract und Fragezeichen aufkommen. Sehen Sie hier einen Fall, ich versuche das so zu schwärzen, dass man nur Straße sieht, da ist also die vollständige Adresse mit angegeben. Das ist durchaus etwas, was äußerst unüblich ist. Dafür fehlt der Name des Erstgutachters in dem Fall. Es geht aber auch durchaus noch etwas komplexer. Sie sehen hier eine vollkommen andere Deckblattgestaltung, sehr zurückhaltend formatiert, vorgelegt von und dann wird hier eine E-Mail-Adresse mit angegeben. Das kann man durchaus tun. Die Frage ist, ob es erstens sinnvoll ist und zweitens stellt sich die Frage, wenn Sie schon von der Hochschule eine E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt bekommen und teilweise die Hochschulen sehr viel Wert darauf legen, dass die Kommunikation über diese Hochschul-E-Mail-Adresse vonstatten geht, warum wählen Sie dann hier eine E-Mail-Adresse von einem kostenlosen Anbieter. Darüber kann man einfach entsprechend zumindest schmunzeln an der Stelle. Genau, ansonsten sehen Sie hier prinzipiell ein Häkchen. Ja, das heißt, alles gut soweit, nichts Großartiges zu tun. Wenn wir bei diesem E-Mail-Adressen-Beispiel bleiben, dann gibt es da durchaus noch eine Steigerungsform. Sie sehen hier ein nächstes Beispiel, will gar nicht auf die Inhalte letzten Endes eingehen. Und hier sehen Sie aber, wenn dann die E-Mail-Adresse sogar so eine Gestalt annimmt, dass die eher an Hasi-Mausi-Ed erinnert, dann wirkt das natürlich schon arg unprofessionell. Und das vor dem Hintergrund der vorhandenen Hochschul-E-Mail-Adresse, das ist schon sehr interessant, was da zu dieser Auswahlentscheidung geführt hat. Und darüber hinaus, und damit sind wir schon im vierten Teil letztlich angekommen, gibt es eben vielfältige Optionen,
durchaus auch einen persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen. Das erste ist sehr zurückhaltend formatiert. Sie sehen alles letzten Endes zentriert, um hier eine gute Ausrichtung zu haben. Und es fällt aber auf, ne, da wird mit Fetthervorhebungen gearbeitet. Alle Informationen sind drauf. Und es hat, strahlt aber eine gewisse Sachlichkeit und Nüchternheit aus. Man kann das Ganze allerdings auch anders gestalten. Das sehen Sie hier beispielsweise, neben dem Komma, das ist ja falsch ist, wenn man das Ganze schön mit Tabulatoren entsprechend ausrichtet. Was hier interessant ist, Sie sehen hier einmal vorgelegt von, das ist also der Name der Einreicher. Einreichers, der steht hier oben noch einmal verdeckt, genauso wie mein Name hier an der Stelle gedoppelt ist. Das ist einfach so ein bisschen überflüssig, aber prinzipiell so eine Ausrichtung strahlt ja auch eine gewisse Professionalität aus. Dann habe ich Ihnen noch ein anderes Beispiel hier mitgebracht. Das Thema, Variante eingereicht von, und dann sind ja die entsprechenden Zahlen, und dann finde ich durchaus interessant, das ist der einzige Bereich, der hier schwarz hervorgehoben ist, also durch diesen Fettdruck. Das ist dann schon auch eher ungewöhnlich. Es geht ja nicht um denjenigen, der das Ganze begutachtet, sondern es geht um denjenigen, der das eigentlich eingereicht hat. Also von daher kann man über die Formatierung, über die Hervorhebung schon einmal nachdenken. In der Steigerung sieht es dann so aus, dass das gesamte Deckblatt, wie hier dargestellt, fett hervorgehoben ist. Und dadurch wirkt es natürlich schon sehr, sehr dominant. Etwas, was man durchaus alles vermeiden kann. Sie sehen hier die Frage, was ist eigentlich, wenn ich bei der Schriftart ein bisschen zu viel. Aber auch da hat das eher so diesen schreienden Charakter, wie wir das direkt am Anfang gesehen haben. Aber ansonsten führt auch das letzten Endes zu einer Art kleinen Häkchen, wenn Sie so wollen. Was sollten Sie an der Stelle letzten Endes mitnehmen? Das Deckblatt ist der erste Eindruck, die Visitenkarte für Ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie sollten sich also Mühe damit geben, das zu gestalten. Sie sollten alle notwendigen Informationen integrieren. Teilweise sind die auch durchaus individuell von den Institutionen oder von den Professorinnen festgelegt. Dann sollten Sie sich entsprechend schlichtweg danach richten. Sie sollen darüber hinaus keine unnötigen Informationen mit aufbringen und Sie sollen auch keine Doppelungen haben. Das macht überhaupt keinen Sinn, dort Ihren eigenen Namen zweimal auf dem Deckblatt zu verankern. Und dann sollten Sie das Ganze auch nochmal mit etwas Abstand sich anschauen, durchaus auch mal Kommilitonen nachfragen, nach Ihrem Eindruck befragen, um sich so ein Stück weit, gerade bei der ersten Belegarbeit, der Frage zu nähern, ob denn das Deckblatt auch wirklich ein gelungenes Deckblatt ist. Ich hoffe, dass Ihnen dieser erste Teil in unserer kleinen Serie gefallen hat und Sie auch inhaltlich ein Stück weit weiterbringt bei der Gestaltung des Deckblatts, und die anderen Teile kommen dann demnächst. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.